Ich weiß nicht, wo das ist. Liegt das da unten irgendwo? Da, ja, nimm. Oh, okay, also jetzt hier im Loser Semifinal nimmt Repus auf einmal Quajutsu wieder. Ich weiß ja nicht. Also, man kann wahrscheinlich raussneaken aus Marios Kombos, aber dann kriegt man bestimmt einfach noch eine ab. Oh, aber das muss Weißer natürlich auch erstmal rausfinden. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass Quajutsu da so ein guter Pick ist. Allerdings, Ice Studying hat auch Ally mit in diesem Matchup besiegt. Von daher könnte da schon was gehen. Allerdings viel spielt Repus diesen Char auf jeden Fall nicht. Muss wohl sowas Spontanes sein. Oh, okay. Kommt da noch sicher zurück. 100% auf ihn drauf. Kann erstmal ein bisschen Prozente machen. Ein bisschen juggeln. Oh, Wasser gegen Wasser auf Stage. Okay. Also, die Lücke schließt sich langsam. Oh, wenn Greninja jetzt irgendeinen Tipper kriegt, dann könnte ihn. Oh, killen. Ne, der wäre es jetzt schon gewesen auf jeden Fall von Mario. Okay, hier, Repus wieder auf Stage. Oh, Greedy verliert dafür Stage Control. Jetzt die Shurikens. Und das war's. Okay. Hier. Yeah. Ein Stock erst nach über fast 3 Minuten. Knapp 3. Ja. Ja, die beiden sind ja sehr defensive Chars. Nicht viele Kombos. Nee. Nee. Wow. Okay, also. Ja, das dachte ich mir, dass er da raus sneakt. Okay, dann kriegt damit auch direkt den Kill. Das ist natürlich von Vorteil. Was Mr. American Golf Mario Master machen will. Ist der von Mario Golf, der Skin? Ja. Ach so. Ich dachte, die dachten einfach, ja, eine Ami-Version von einem Mario wäre cool. Ah, Mario Golf. Und. Oh. Viel Damage hier. Oh, gecatcht. Nochmal gecatcht. Oh, diesmal dehrt er sich frei. Wow. Okay. Oh, kein Downthrow. Hätte ich auch noch Downthrow, AP oder sowas. Das wird hier langsam. Puh. Wieder Last Hit Situation auf jeden Fall. Oh. Mario offstage, aber an der Plattform. Hier kommt nochmal wieder onstage. Oh. Oh. Ocket, aka Weiße, spielt auf jeden Fall ziemlich risky im Moment. Könnte im Moment auch vielleicht ein bisschen mehr chillen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit diesen. Oh, da hat er ihn mit der Back Air. Das war schon ziemlich. Dumm. 1-0 für American Mario. Mario. Ich hab Hunger. Geht denn so nachher? Alle zu Köln oder was? Danach. Hey, Waller! Jetzt geht's gut. Also, Match Nummer 2 und Repus ist auf Corrin gewechselt. Und
scheint ganz gut klar zu kommen gegen Mario. Also er ist ja praktisch ein Marv mit noch mehr Special Stuff. Oh mein Gott, das hat fast gekillt. Das hat gekillt. Boah, ich hab keinen Jump mehr. Krank. Jumpless. Okay, mal gucken, ob er die Lead irgendwie verteidigen kann. Oh, sieht ganz gut aus für ihn. Diesen starken Hits von Corbin. Starke Kombos. Oh. Okay, viel Neutral sehen wir hier gerade. Spielen beide ziemlich safe. Weißer muss das aber auch auf jeden Fall. Mhm. Oh. Okay. Oh, abgewehrt. Die Side B. Down throw? Nee. Lieber ein bisschen Stage Control. Oh. Mhm. Das war ja eine sneaky Hitbox gerade. Also, Up Smash würde jetzt auch einiges klären für Mario. Oh ja. Mal sehen, aber dazu muss er erstmal hinter sie kommen oder Reverse Up Smash setzen. Aber Corin hat halt. Oh, ihre Side B. Man wollte bestimmt die Up B machen, wissen wir alle hier im Raum. Wow. Taco schon weg? Ja, ich hab tschüss gesagt. So ein fieser Typ. Fies. Ja, auf jeden Fall 95 Cent für Mario. Einiges noch offen hier. Mhm. Er hat bisher noch keine von den Kugeln zurückgeschleudert. Mhm. Vielleicht hebt er sich das für später auf. Oh. Ersten 9% und der Grab. Jetzt geht's los. Oh, oh einmal zu viel auf jeden Fall. Aber auch wegen Plattform. Vielleicht hätte er auch Abfuhr machen müssen. Und dann Lock. Oh ja. Wow, okay. Ja, ne? Haben links geblockt, rechts. Wow, oh, da hat er ihn. Und? Wow. Oh, okay, das holt er hier jetzt gerade wirklich gut wieder zurück, aber er spielt ein bisschen zu zappelig und kommt auf Stage. Schlechte Situation. Okay, er grabbt zuerst. Oh, das ist noch... Noch ist das kein Kill auf jeden Fall. Der Up-Throw. Oh. Okay. Nochmal ein Down-Throw. Könnte sein, dass der Up-Throw jetzt schon killt. Oh, und das ist die Back-Air. Mhm. 1-1. Muah. Mal schauen, was sich da dem Weißel gegenüberlegt jetzt. So, wir sehen hier nochmal Mario. Okay, Down Throw to F tilt. Im Moment kommen die sich die beiden relativ hart. Wenn die eine endet, beginnt die andere. Jetzt erstmal wieder im Neutral. Okay. Oh. So. Weiß hält auf jeden Fall ziemlich gut mit jetzt mit dem Mario Pick noch. Oh, jetzt hat er ihn aber. Wieder mit der Back-Air. Wirklich guter Kill-Move von Corin. War schon 126%, viel mehr kann er nicht tanken. Oh, ja, Up Smash. Schön den Normal Get Up geredet. Yeah. Oha, ja. Alles even hier. Also es steht 1-1. Oh, und das ist das dritte Match. Okay. Und ja, wie du siehst, ist es even. Repus schafft halt meistens einfach früher zu killen.
Oh. Ja. Ja, da kommt das gute Lanze und Schwert alles in Einsatz. Mario kann da nur seinen Kopf einsetzen. Das Schweizer Taschenmesser-Kit von Corin. Oh, abgewehrt, die Side B. Oh. Oh. Okay. Da hätten wir alle eigentlich einen Konter erwartet, aber... Oh, was macht er da? Okay, das... Ich da, oh! Wow. Er ist auf jeden Fall fair happy. Ich dachte, da kommt aber direkt die fair. Mhm. Oh! Das waren auch viele Options hier. Mhm. Aber Repos hat alles richtig gemacht. Ja, oh! Wow. Also den Wasserball hat er gut abgewehrt, auf jeden Fall. Mhm. Aber dann outspaced. Für 90 und 100%. Oh, Tipperlanze. Oh, die ist stark. So, 2-1. Jetzt muss ich natürlich alles überlegen, was er macht. Hast du ab? Okay, also. Viertes Match hier. Und nochmal der American Golfer Mario. Oh, okay. Das fängt jetzt schon mal besser an. Oh, das ist eine Side. Nee, keine Side B. Und da hat er praktisch die gleiche Summe nochmal zurückbekommen. Oh, schön. Ja, das sind zu viele Fairs, glaube ich. Irgendwann wird sie schon treffen, aber. Kann sie auch. Oh! Oha. Oh! Oh! Irgendwie mit dem Fuß geangelt bekommen. Schön punished, aber kein Tipper beim F-Smash. Das ist natürlich jetzt auch Rage. Ich weiß gar nicht, wie sehr Corin auf Rage triggert, aber ich weiß, dass die extrem starke Attacken hatten, die müssen einfach auf Rage triggern. Zeit wie bestimmt. Stimmt. Wow, der Ausmisch hat nicht getroffen. Oh no! Oh, das war's. Easy. Easy war's das. Ah, das war schon vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Das ist eine gute Idee. Hau rein. Hau rein, ne? So, oh, wow. Er schafft es mit der Nähe zu killen. Das war nicht mal ein Sweet Spot. Einfach ein bisschen geditcht. Oh. Geditcht. Und er wird hier gepunished auf jeden Fall für seine Side Piece inzwischen. Da kam er auch auf jeden Fall aus dem Down-for-Down-Tilt-Kombo raus. Oh, okay. Ah, okay. Oh, hä? Okay. Oh. Die ganzen Nairs. Smash. Oh. Oh, schön. Oh, aber gut abgewartet und näher gedrückt. Oh, jetzt wird es natürlich wieder Smash bzw. Side B happy. Oh Gott. Ja, gegen Corin ist schon auch schon scary auf jeden Fall. Wenn ja, sie. Ja, sowas, genau bei sowas. Ja. Okay, also knappe Führung hier für Corin. Oh. Oh, und jetzt nutzt er natürlich aus. Also die Side B muss halt schon wirklich geschildet werden. Aber dann kann er natürlich grabben. Mhm. Oh, oh nein, die Backe. Wow. Fast. Ja, er wartet ab. Alle warten. Okay. Oh, das war's. Oh, tschüss. Das war das 3-1, ne? Ja. Ja, 3-1. 3-1. Für Repus.